Die Welt muss gerettet werden. Da besteht wahrscheinlich kein Zweifel und wir sind uns da alle einig. Und das kann auch ein Grund dafür sein, warum wir alle immer mehr das Gefühl haben, von so vielen nachhaltigen und umweltfreundlichen und teilweise auch sehr, sehr coolen Produkten umgeben zu sein. Einige sind was für den hier, andere wiederum was für den hier. Und heute wird es doppelt spannend, denn ich stelle dir insgesamt 5 sehr, sehr coole, nachhaltige und auch teils unbekannte Produkte vor, die du vielleicht noch gar nicht kennst. Und deine Aufgabe ist es, dein absolutes Highlight-Produkt herauszufinden oder das, was dich vom Hocker reißt, deine Top 3. Feel free. Los geht's. Wir alle tragen Kleidung auf unserer Haut. Socken, T-Shirts, Hosen, Schlüpfer. Da kommt ein riesengroßer Wäscheberg zusammen. Und wenn da noch Kinder im Spiel sind, dann wird's richtig lustig. Doch wusstest du, dass Wäschewaschen die größte chemische Belastung im Haushalt ist? Waschmittel, so gut sie auch riechen, enthalten häufig nicht abbaubare Inhaltsstoffe wie Duftstoffe, Konservierungsstoffe oder auch Füllstoffe. Duftstoffe zum Beispiel können vom Klärwerk nicht abgebaut werden und sorgen häufig für Kontaktallergien. Tenside, die auch häufig in Waschmitteln enthalten sind, haben die Aufgabe, deine Wäsche sauber zu bekommen. Das sind waschaktive Substanzen. Die werden allerdings hergestellt, was ich bis vor kurzem nicht wusste, aus Kohle, Erdöl und sogar auch Kokosöl. Und das hat mich sehr zum Umdenken gebracht. Restliche Inhalts- und Konservierungsstoffe sorgen letztlich dafür, die letzten Kleinstlebewesen in unserer Natur mit unserem Waschmittel praktisch zu töten. Und genau deshalb ist es Zeit für was Neues. In meinen Händen halte ich nämlich ein Waschmittel, eine kleine Weltneuheit. Und auch alle Männer dürfen sich angesprochen fühlen. Es ist praktisch nichts anderes als das, was du vielleicht zu Hause zu stehen hast. Nur in der Variante umweltfreundlich. Dieses Waschmittel bekommst du übrigens als Vollwaschmittel wie auch Colorwaschmittel, was erstmal sehr cool ist und kommt aus dem Hause Everjob. Ein junges Startup, was es sich zur Aufgabe gemacht hat, moderne, vegane und vor allem nachhaltige Haushaltsprodukte herzustellen. Und wie du siehst, das alles mikroplastikfrei. Und jetzt kommt's, was dieses Waschmittel auch so besonders macht. Es ist zum einen biologisch abbaubar. Made in Germany. Vegan, hat volle Reinigungskraft, mikroplastikfrei und ganz nebenbei, und das riecht die ganze Zeit schon, duftet es tatsächlich richtig gut. Das Einzigartige ist, dass Everjob tatsächlich eine Lösung gefunden hat, und das habe ich bei einem Waschmittel noch nie gehört, dass die Dosierung des Waschmittels ganz individuell ausgerichtet wird an den Härtegrad deines Wassers bei dir zu Hause an deinem Wohnort. Und dadurch sparen wir nochmal zusätzlich 50% Chemie, was letztlich gut für die Umwelt ist und auch für deine Haut. Laut Everjob brauchst du einfach nur beim Bestellvorgang deine Postleitzahl eingeben und die berechnen ganz automatisch den Härtegrad deines Wassers. Und fertig ist dein ganz individuelles Voll- oder Colorwaschmittel, was übrigens in einer sehr netten praktischen Dose geliefert wird mit Papierdosierer. Fertig. Wenn du jetzt wissen willst, wie viel man denn pro Waschgang ausgibt, wurde auch berechnet 31 Cent. Nachhaltigkeit muss günstig oder zumindest bezahlbar sein, damit die Menschen auch irgendwie auf den Zug aufspringen und mitmachen. Übrigens gibt es bei Everjob nicht nur richtig geiles und nachhaltiges Waschmittel, sondern auch die passenden umweltfreundlichen Haushaltsreiniger in Tabform. Die Idee dahinter, und die finde ich richtig cool, du bekommst eine Flasche, besteht übrigens aus recyceltem Plastik, und eine Brausetablette. Die löst du in Wasser einfach nur auf. Dein Putzmittel ist fertig, kostet 1 Euro. Schau dich einfach um und bitte doch einfach selbst deine Meinung. Was meinst du, was darf an einem schönen Abend mit Freunden im Sommer auf gar keinen Fall fehlen? Richtig, grillen und chillen. Erst vor kurzem haben wir wieder einen schönen Grillabend gemacht mit richtig guten Freunden, war eine tolle Sause, und den Grill haben wir natürlich im Garten zu stehen. Doch was ist, wenn du unterwegs bist und auf dein Grillerlebnis nicht verzichten möchtest? Auch da haben wir uns überlegt, welche Möglichkeiten es gibt, um auf diese billigen, umweltfeindlichen Einweggrills aus Aluminium, also diese Aluminiumschüsseln, diese hässlichen, verzichten zu können. Und sind dann durch Zufall bei Aldi gelandet. Wir haben noch eine Kleinigkeit gebraucht und da stand plötzlich dieser Öko-Einweggrill. Jetzt ist der in Plastik verpackt, nicht so ganz schön. Einweg ist auch nicht immer ökologisch, aber die Idee ist so genial. Der ist nämlich hergestellt aus Bambus, Pappe und Lavastein. Und da dachte ich mir so, wenn der einmal an ist, muss der doch komplett verbrennen. Anscheinend nicht. Startklar in 5 Minuten, lange Grillzeit bis 60 Minuten. Das ist meine Ansage. Und wir halten dich auf dem Laufenden, ob das Ding wirklich was taugt, auf unserem Instagram-Profil. Wir werden nämlich diesen Öko-Einweggrill mitnehmen auf eine kleine Reise mit dem Camper. Und ob das alles was wird, na, wir werden mal sehen. Ich bin gespannt. Na, wirst du auch scharf, wenn ich dir diese Nussmischung entgegenhalte? Nüsse enthalten zwar sehr wenig Wasser, dafür aber sehr viele wertvolle, einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Vitamine, Proteine, Mineralstoffe und auch einen Haufen Ballaststoffe. Und all diese Dinge haben sehr, sehr viele positive Effekte auf deinen Körper und letztlich auch deine Gesundheit. Jetzt kommen wir aber zu dem großen Aber, denn wenn du nicht unbedingt einen Unverpacktladen in deiner Nähe hast und den haben einfach die wenigsten oder so wie wir unseren türkischen Lieblingsnussladen in Berlin-Kreuzberg, dann wird das nix mit den Nüssen ohne Plastiktüte drumherum. Es sei denn, du bringst ein bisschen Fairfood in dein Leben. Dieses junge Startup handelt nämlich nach dem Prinzip, iss was Gutes, tu was Gutes. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Fairfood Freiburg versorgt dich nämlich mit leckeren, fairen Bio-Snacks, unter anderem im Glas. Und mit jedem Kauf trägst du dazu bei, dass unsere Welt
ein wenig fairer wird. Im Gegensatz zu vielen anderen Nussherstellern weltweit exportiert Fairfood die Nüsse nicht extra nach Asien zur Weiterverarbeitung, wie das leider im großen Stil passiert, sondern lässt sie gleich im Anbauland weiterverarbeiten und das schafft zusätzlich Arbeitsplätze, was ich extrem cool finde. Und wenn du jetzt genau wissen willst, woher deine Nüsse kommen, die Herkunft gibt Fairfood ebenfalls an, denn diese Cashews kommen jetzt hier aus Burkina Faso. Das ist doch mal transparent. Alles Snacks, die du bei Fairfood findest, sind übrigens biozertifiziert, enthalten keine künstlichen Aromen oder Geschmacksverstärker, sind zudem vegan und auch glutenfrei. Vielleicht für dich ja ganz interessant. Die Nüsse wie auch weitere Nussmischungen kannst du nicht nur online bestellen direkt bei Fairfood, sondern findest sie auch in einigen Unverpacktläden oder an Natura-Märkten in praktischen, wiederverwendbaren Pfandgläschen. Coole Idee. Und wenn du dich jetzt fragst, wie das mit dem Pfand funktioniert, eigentlich ganz easy. Alle Läden, die diese Gläschen führen, nehmen sie auch zurück. Am besten gleich mit Deckel abgeben, der wird recycelt und landet zurück im regionalen Pfandkreislauf und wird neu befüllt. Und wenn du jetzt auch so Bock auf Nüsse hast, so wie ich, oder einfach ein kleiner Nussjunkie bist, bestell sie auch einfach selbst und probier dich ein bisschen aus. Kannst auch gerne den Rabattcode FUNVERPACKT eingeben, da sparst du mal 10% und der ist gültig bis Jahresende. Also worauf wartest du? Nüsse auch mal mit gutem Gewissen zu snacken. Vielleicht sagst du dir aber auch, Nüsse sind nicht ganz so mein Ding, aber Tee, das wäre mal was richtig Feines, auch das gibt's. Wenn du auch so ein Tee-Junkie bist wie wir, dann kennst du dieses Verpackungsproblem oder den Verpackungswahnsinn um unseren Tee. Denn jeder einzelne Teebeutel ist verpackt, dann hast du noch die Außenverpackung und das ist unglaublich viel Müll, der da anfällt. Was eigentlich nicht sein muss, beim Tee ist einfach nur wichtig, dass er richtig gelagert wird, nämlich so, dass das Aroma, so nennt sich's, beibehalten wird und der Tee einfach gut schmeckt. Da hat sich nämlich ein junges Startup auch gedacht, das muss doch irgendwie anders gehen, nämlich Karma Tea, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Tee im Gläschen zu verkaufen. So ein bisschen wie bei Fairfood im Pfandglas. Und weißt du, was den Tee so besonders macht? Er ist zu 100% fair mit Bio-Rohstoffen gehandelt. Er enthält keinen Zucker, keine Konservierungsstoffe und keine Zusatzstoffe. Außerdem kommt er im praktischen Mehrwegglas um die Ecke, was du wunderbar im Supermarkt eintauschen kannst oder umtauschen und bis zu 50 Mal wiederverwendet wird. Bei diesen ganzen nachhaltigen und sehr geilen Fakten bekommen sicherlich einige große Teeproduzenten aus Deutschland wackelige Beine. Wo findet man den Karma Tea? Entweder bestellst du ihn direkt auf der Internetseite von Karma Tea oder findest ihn in einigen Regalen von einem Naturkostladen oder Unverpacktladen deiner Wahl. Und da gibt es auch zwei Versionen. Einmal fertig angerührt in der Geschmacksrichtung Mate oder Hibiskus und auf der anderen Seite auch klassisch Tee im Gläschen zum Mitnehmen für zu Hause, zum Zubereiten. Und da gibt es die Geschmacksrichtung Wilde Mate, Berlin Chai, klingt auch interessant, oder sogar Hanf. Also, du merkst, für jede Geschmacksrichtung ist was dabei. Lass uns also die Welt ein Schlückchen besser machen. Cheers! Es ist doch total verrückt, oder? Wir unterhalten uns größtenteils über gesunde Ernährung, Bio, Fairtrade und Co. Was aber völlig zu kurz kommt, sind unsere Füße, ja, die uns 24/7 durch den Tag tragen. Und genau deshalb gibt es auch jetzt mal ein bisschen Urlaub für deine zwei Treter. Hast du eigentlich gewusst, dass 98% aller Kinder mit gesunden Füßen auf die Welt kommen? Aber nur 20%, das ist nur ein Bruchteil, genau diese Fußgesundheit auf Dauer beibehalten. Unsere Füße sind es normalerweise gewohnt, dass sie eine starke Eigenmuskulatur aufbauen, wenn sie sich unbeschwingt und frei bewegen und vor allem entfalten können. Dadurch, dass wir Menschen aber sehr viel Wert darauf legen, dass unsere Treter jetzt besonders stylisch aussehen, sportlich, auch eine gewisse Aerodynamik mitbringen, ich wusste nicht, dass Schuhe so eine Eigenschaft mitbringen müssen, bleiben unsere Füße und auch deren Fußgesundheit völlig auf der Strecke. Es sei denn, du machst es wie wir und probierst dich einfach mal mit Barfußschuhen von Wildlingsschuhs aus, die dich in Zukunft gesünder durchs Leben tragen. Total cool. Passt in jede Handtasche. Durch das Laufen in Barfußschuhen wird deine Muskulatur angeregt und gestärkt. Du spürst plötzlich was du vorher nicht gespürt hast, nämlich den Boden, auf dem du läufst und die vielen unterschiedlichen Bodenverhältnisse. Ja, und das steigert am Ende deine Balance und auch Trittsicherheit. Ja, und das alles führt schlussendlich zu mehr Freiheit für deinen Laufstil und entlastet auch deine Gelenke, die dir bisher immer so ein bisschen Problemchen bereitet haben. Und das Coole ist, dass es keine Altersbeschränkung gibt, denn Wildlingsschuhe sind unisex und können praktisch in jedem Alter getragen werden. Groß wie auch klein. Vielleicht war Fußgesundheit bisher kein Thema für dich. Für uns war es bis vor kurzem auch kein Thema. Wir haben es jetzt aber geändert und sind sehr dankbar für diese Erfahrung, denn das Laufen fühlt sich anders an. Du hast das Gefühl, dein ganzer Körper ist aktiv, ist in Bewegung und du bist der Natur irgendwie noch ein bisschen näher. Und außerdem spricht auch nichts dagegen, deinen Füßen auch mal ein bisschen was Gutes zu tun, als immer nur von Bio, Fairtrade und vegan zu sprechen, oder?
Jo, das waren jetzt mal so 5 richtig coole und nachhaltige Produkte, die unsere Welt ein kleines bisschen besser machen und auch vor allem unsere Gesundheit unterstützen. Alle Rabattcodes und auch wichtigen Links zu den Produkten findest du auch nochmal in der Videobeschreibung. Schau da gerne rein. Du hast wahrscheinlich auch gemerkt, dass das Rad nicht immer gleich neu erfunden werden muss. Es reicht ja schon, dass das, was es schon gibt, so ein bisschen upgraded und etwas nachhaltiger gestaltet wird. Und jetzt geht es um deine Meinung. Welches Produkt hat dich so richtig gecatcht? Welches würdest du dir vielleicht mal selbst zulegen? Ja, wie sind deine Gedanken, deine Anregungen? Hinterlass sie gerne als Kommentar unter dem Video. Wir sind gespannt auf deine Zeilen und ein schönes Wochenende. Ciao.